Die 365 Questen Challenge ist eine Kooperation mit anderen YouTubern. Ich verlinke euch alle unten, die was mitmachen. Es machen auch Blogger mit, so wie ich. Erster 2018. Frage Nummer 1. Was ist dein Nummer 1 Ziel für dieses Jahr? Gute Frage. Was ist mein Ziel? Privat, dass alles klappt, was ich mir vorgenommen habe. Bei meinem Blog würde ich sagen, dass es ja, dass es rund läuft, vielleicht schaffe ich dieses Jahr meine Zahlen 2018, bis Ende 2018 weiter zu steigern, so wie, ja, das wäre für meinen Blog. YouTube wäre mein Ziel. Ein Ziel, gute Videos zu machen, Kooperationen einfallen lassen, die was bewegend sind, die nicht 0815 sind und viel mit dem Greenscreen arbeiten und das ich vielleicht auch mehr Abonnenten bekomme, beziehungsweise dass ich Ende des Jahres sagen kann, ich habe gute Videos gemacht, inhaltlich sind sie top. Ja, das würde ich wollen für 2018, dass man meine Videos sieht und sagt, okay, die ist cool drauf, der gebe ich ein Abo. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Aber Ziele könnte man so viele nennen, aber in die zwei Bereiche habe ich meine Ziele fixiert. Ich setze meine Ziele nicht sehr hoch. Ich will schauen, dass ich bis Ende 2018 auf meine 200 Abos kommen, zwischen 150 und 200 Abos. Man soll in kleinen Schritten gehen und das gehe ich. Alles braucht seine Zeit und das sind meine Ziele. Vielleicht schaffe ich auch auf meinem Blog die Abozahl 60. Würde mir nur noch einer fehlen, aber ja, schauen wir halt einmal, wie es kommt. Das war Tag 1. 2.1.18. Frage Nummer 2. Wofür bist du am meisten dankbar? Meinen Sohn, meine Mutter, mein Leben, aber das Allerwichtigste, dass wir alle drei gesund sind. Dafür bin ich dankbar. Bis morgen. 3.1.2018. Bist du zufrieden? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Bin ich zufrieden? Jein. Jein aus dem Grund, zurzeit bin ich mit dem Leben zufrieden, was ich habe oder generell das, was ich mache. Ja, es könnte immer noch besser laufen mit YouTube oder mit meinem Blog, aber so generell bin ich zufrieden, aber mit mir selber bin ich nicht zufrieden.
Das ist einfach so, das wird so bleiben, bis ich etwas selber daran ändere. Aber ja, schauen wir halt einmal, wann das geht. Ja, schauen wir halt einmal. Gucken wir halt einmal. Aber so im Generellen bin ich zufrieden mit meinem Leben. Bin ich. 4.1.2018. Was ist deine beste Erinnerung an letztes Jahr? Was war das Beste am letzten Jahr? Gibt es viel? Ich habe keine Ahnung, was die Beste war. Alles, was ich mit meinen Kindern erlebt habe, als ich mein iPhone X bekam, null Ahnung. Als ich mein neues Bett bekam, das sind alles coole Erinnerungen. Ja. Aber so was Bestimmtes würde ich jetzt nicht behaupten, dass da jetzt etwas war, dass das Beste war. Es sind mehrere Sachen, meiner Meinung nach. Jo, das war's. Der 4.1.2018. Bis morgen. 5.1.18. Was war dein größter letzter Erfolg, den du hattest? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Ich würde mal behaupten, dass ich im letzten Jahr noch 100 Abonnenten geschafft habe bei YouTube. Ja, auf meinem Blog 59 Abonnenten, würde ich jetzt mal sagen. Sonst wüsste ich da jetzt nicht wirklich irgendwas. Ja. Guten Morgen, Welt, ihr da draußen. Wir haben heute den 6.1.18 und die Frage lautet, ohne welchen Besitz könntest du nicht leben? Die Frage ist einfach. Ohne mein Handy, Internet, Essen, Trinken. Würde ich jetzt einmal so sagen. Und ja, das wäre das Wichtigste, glaube ich, was so viel mit Handy und Internet. Ja. Bis morgen zur 8. Frage. Na, 7. Frage. Haha. 7.1.28. Können sich Menschen ändern? Nein. Also denen ich begegnet bin, nicht. Können sich nicht ändern, werden sich nicht ändern. Ja. Ist einfach so, meiner Meinung nach. Jeder Mensch ist, wie er ist. Mhm. Bye, bye. 8.1.2018. Was hast du als letztes Gutes gegessen? Gute Frage. Irgendwas vom Chinesen. Es war gut, aber ja. Ja. 9.1. Was ist zurzeit dein Lieblingssnack? Von Knorr, der schnelle Snack mit Schinkenkäsesauce. Eine alte Oma. Cool. 10.1. Was brachte dich heute zum Lächeln? Eine SMS von einer guten Bekannten von mir, auch wenn der traurige Inhalt war, aber es hat mich zum Lächeln gebracht, als es aufgeschienen ist. Ihr Name. Aber es war meine Ohrringe, das sind Sterne oben.
12.01. Was macht dich wahnsinnig? Vieles. Alles. Wenn es nicht so klappt, wie ich es will. 13.01. Was hast du heute zu Abend gegessen? Knochen mit Saft. War extrem lecker. 14.01. Was bekamst du fertig? 3 Videos. Und ich habe die Sachen hergerichtet für meinen Sohn für die Schulanschreibung. Was ich aber anziehe, weiß ich immer noch nicht. Hilfe! 15.01. Wer rief dich zuletzt am Handy an? Meine Mama! 16.01. In wem bist du verliebt? In mich? Für was bin ich dankbar? Dass kein Schnee liegt? 18.01.17.18. Das Beste heute war, als ich in die Waschküche ging und diese scheiß Waschmaschine endlich funktioniert. Weil ich habe so einen Scheißhaufen Wäsche, was gewaschen gehört. Und ich muss eh wieder rauf. Tschüss! 19.01. Meine Lieblingswebseite zurzeit. YouTube, Facebook, Netflix. 20.01. Was war das Schlimmste, mit dem du umgehen musstest? Als ich meinem Kind erzählt habe, dass sein Vater gestorben ist. 21.01. Heute wünschte ich, ich hätte mehr für die Schule getan. 22.01. Morgen wird es besser werden, weil es ein neuer Tag ist. 23.01. Was machte den heutigen Tag ungewöhnlich? Als ich einen Anruf bekam und mir mein Termin für morgen abgesagt worden ist. Das war ungewöhnlich. Ja. 24.01. Nach was hältst du im Leben Ausschau? Über die Frage habe ich jetzt ein bisschen länger nachgedacht und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Aber ich würde mal behaupten, ich schaue im Leben Ausschau, dass mein Kind zufrieden aufwächst und ja, das ist wichtig für mich. Ganz einfach. 25.01. Was ist dein Lieblingsgetränk? Cola Zero. 26.01. Heute hatte es Grad, Punkte, Punkte, Grad. 2 Grad, scheiße kalt. Ja. 27.01. Wie viel gabst du letztes Mal im Supermarkt aus? 55,40 Euro. 28.01. Morgen möchte ich einiges erledigen, was ansteht und ja, Termine ausmachen, blabliblub. Das möchte ich machen. 29.01. Was war dein größter Kauf? Dein größter letzter Kauf? Keine Ahnung. Das ist schon so lange her. Ja, null Ahnung. 30.01. Mein Haus ist ein Zuhause, weil es mein Zuhause ist. Hier kann ich tun und lassen, was ich will. Es ist gemütlich, es ist friedlich, es ist still. Mein Daheim. Wir haben 0 Uhr, 0 Uhr, 0. 31.01. Wer war die letzte Person, die dir gesagt hat, dass sie dich liebt?
meine Mama. Das war 356 Questen Challenge mit anderen YouTubern sowie Blogger. Die seht ihr alle unten in der Infobox. Und ja, spannend die Fragen. Ja, ja, meine Lieben. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen sich Ende Februar wieder. Tschüss. Ich mach mich für dich zum Clown. Damit deine Lippen sich bewegen, setz ich die rote Nase auf. Ich blamier mich für dich. Ich bin dein Freund und deswegen steh ich wieder mal blöd da. Doch nur wer lacht, ist